Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Manaira, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was kommt auf dich zu in die kommenden 12 Monaten. In diesen 12 Monaten haben wir 4 Jahreszeiten und jede Jahreszeit steht in Verbindung zum ein Element. Und das Bild symbolisiert die 4 Elementen, Feuer, Erde, Luft und Wasser. Ich starte mit Feuerelement. Und diese Karten gehören dazu und vermitteln dir etwas. Feuerelement bedeutet, aktiv zu sein, etwas in Bewegung setzen. All das, was dich begeistert, Feuer und Flamme zu sein von etwas, zeigt auch Herzenswärme und auch Leidenschaft. Es gibt aber ein Gefühl, was uns blockiert, weil gehört zu negativen Gefühlen und dieses Gefühl heißt Wut. Und Wut steht auch in Verbindung zum Feuerelement. Wenn alles hochkocht und wir können unsere Emotionen nicht mehr im Zaun halten. Und jetzt schauen wir an, welche Karten stehen in Verbindung zum Feuerelement. Diese Dame kann auch eine andere weibliche Person sein. Diese Frau begeistert dich von etwas oder macht dich wütend. Beides ist möglich, aber bedeutet auch deine Kreativität, Musik, Tanz, Bewegung und dass du damit in die Öffentlichkeit stehst, weil du kannst einiges bewirken. Eine männliche Person steht auch in Verbindung zum Feuerelement und das zeigt die feurige Temperament und die Leidenschaft. Und die geschäftlichen Dinge, das, was dich auch begeistert, das kann auch Geschäfte bedeuten, Selbstständigkeit oder dass du etwas Schönes kaufst. Wir übergehen jetzt auf die Erde-Element. Dieses Bild symbolisiert das. Erde-Element ist eher passiv, vermittelt Ruhe, Geduld. Erde-Element zeigt die Realität, die Taten und steht in Verbindung zur Materie. Und damit ist auch die Finanzen gemeint oder indirekt die berufliche Situation. Und wenn du dieses Erde-Element verspürst, bedeutet, du kannst deine Ideen in Tat umsetzen. Du verspürst Sicherheit, Stabilität, Struktur, kümmerst um die Finanzen, um deinen Besitz. Das einzige Nachteil wäre etwas festhalten und nicht loslassen können. Diese drei Karten stehen in Verbindung zum Erde-Element. Beruflich, finanziell kommt etwas in Bewegung. Oder diese männliche Person vermittelt dir etwas, wo du verspürst die Sicherheit und Stabilität. In die Liebepartnerschaft befestigt sich etwas und das erlebst du auch im Tat. Und du zeigst auch Kraft und Mut und kümmerst um die geschäftlichen Dinge, um deinen Besitz, auch um dein Geld. Und bedeutet auch, du lässt dich nicht ausnützen. Jetzt übergehen wir auf die Luftelement. Luftelement bedeutet Gedanken, Ideen, Fantasie, bedeutet auch Kommunikation und Leichtigkeit.
Diese drei Karten stehen in Verbindung zum Luftelement. Eine Reise würde dir bedeuten, dass du wieder diese Leichtigkeit verspürst. Oder Gespräche, Kontakte über eine Reise oder Kontakte im Ausland. Der Schlüssel heißt, mit Sicherheit klappt das alles, dass du etwas mit Leichtigkeit betrachten kannst oder die Kommunikation, du kannst anderen überzeugen davon. Dieses Haus zeigt Immobilien, die Schlüssel dazu, hier öffnet sich eine neue Tür und mit Leichtigkeit kannst du das erreichen, dass du wohnlich dich veränderst, wenn du das vorstellen kannst, eine wohnliche Veränderung oder Immobilien im Ausland. Jetzt übergehen wir auf die Wasserelement. Und diese drei Karten stehen in Verbindung zum Wasser. Wasserelement symbolisiert das Unbewusste, unseren Gefühlen, unseren Träumen, unseren Sehnsüchten. Es steht alles in guten Sternen. Du hast gute Energie und diese Ausstrahlung kannst du vertrauen. Es sind noch Unklarheiten da, aber das klärt sich mit der Zeit auf. Wasserelement ist auch eher passiv und verlangt von uns Geduld. Und Luftelement setzt einiges schnell in Bewegung und ist auch aktiv. Jetzt schauen wir die einzelnen Monate. September oder Jungfrau steht mit Erdeelement in Verbindung und dieses Bild symbolisiert Monat September. Und das heißt, es kommt einiges in Bewegung. Besonders was das Geld betrifft oder beruflich bewegt sich einiges. Bedeutet auch, dass ein männlichen Person kommt entgegen und habt ihr die Kontakt. Mehr Sicherheit, mehr Stabilität und Struktur. Dieser Bild steht auch mit Auto in Verbindung und hier im Erdeelement als Besitz könnte bedeuten, du nimmst ein Auto im Besitz. Monat Oktober steht in Verbindung zum Luftelement, weil das symbolisiert die Zeichen Waage. Und das ist das Bild dafür. Dieses Schiff hat eine symbolische Bedeutung und zeigt unsere Hoffnungen, unsere Sehnsüchte. Das Wasser symbolisiert auch die Gefühle. Also das kann ein Thema sein. Und dieses Bild steht mit Reisen in Verbindung. Entweder Urlaub, Ausland, Auslandskontakte oder eine innere Reise. Und das bedeutet eine Glaubensrichtung oder Spiritualität. November steht mit Tierkreiszeichen Skorpion in Verbindung und das gehört zum Wasserelement. Und diesen Sternenhimmel zeigt die Thematik. Sternenhimmel bedeutet Glück. Es steht alles im guten Sternen. Und dieses Glück kannst du empfangen Monat November. Natürlich bedeutet auch Orientierung oder Spiritualität, dass das auch wichtig sein kann. Oder schicksalhafte Begegnungen, weil das ist alles im Sternen geschrieben. Dezember steht mit Tierkreiszeichen Schütze in Verbindung und das ist Feuerelement. Also wir übergehen jetzt auf die Feuerelement und diese Dame zeigt deine Selbstdarstellung, deine Kreativität oder Kontakt mit einer Frau oder einer Gruppe mit Frauen, wo ihr diese Kreativität lebt. Natürlich kann beides bedeuten. Januar 2020 steht mit Tierkreiszeichen Steinbock in Verbindung und das ist Erdeelement und symbolisiert dieses Herz.
ein Herzensangelegenheit. Natürlich bedeutet in erster Linie Liebe Partnerschaft, aber nicht nur das, sondern all das, was du liebst, das willst du verwirklichen und kannst das als Ziel setzen und erlebst es im Tat. Immerhin ist es alles im Erdeelement. Februar steht mit Tierkreiszeichen Wassermann in Verbindung und das ist Luftelement und dieser Schlüssel symbolisiert Februar. Das heißt, du kannst mit diesem Schlüssel etwas öffnen oder kannst du etwas schließen. In beide Richtungen kannst du Gedanken machen und Entscheidungen treffen. Also einiges wirst du abschließen, aber kommen neue Möglichkeiten, es öffnet sich neue Türen. Schlüssel bedeutet auch Sicherheit. Achte auf deine eigene Sicherheit, dass da kein Diebstahl kommt. Oder bedeutet diese Sicherheit auch, sei selbstsicher, dass alles, was du vorhast, klappt auch. März 2020, das ist Fischenenergie. Also wir übergehen im Wasserelement, weil die Tierkreiszeichen Fischen steht, mit Wasserelement in Verbindung. Du hast Erfolg. Die Sonne symbolisiert das und auch, dass es einiges ins Licht kommt. Die Wahrheit kommt ins Licht. Sonne steht in Verbindung zu dein Selbst. Deine Selbstdarstellung und das entspricht auch deinen Gefühlen. Sonne symbolisiert auch das Sehen, klar und deutlich sehen, erkennen etwas. Außerdem, Sonne steht in Verbindung zu unserem Herzen. Warum? Weil die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem. Und das Herz ist das Zentrum unserem Körper und das kann ein Herzensangelegenheit sein und das entspricht deinen Gefühlen, deiner Ausstrahlung und hast du damit Erfolg. Und genau das sollst du klar und deutlich sehen und erkennen. April gehört zum Tierkreiszeichen Widder. Symbolisiert auch Neuanfang, auch Begeisterung und diese Karte spricht dafür. Eine neue Begegnung oder Neuanfang in die liebe Partnerschaft oder dieser Mann vermittelt dir Neuigkeiten, was dich auch begeistert. Mai 2020 gehört zum Tierkreiszeichen Stier. Und das ist Erdeelement. Und dieser Bär symbolisiert das. Und das heißt, du zeigst Kraft, Mut und Stärke. Oder dass jemand stärkt dich Monat Mai. Es ist alles hier im Erdeelement. Das hat auch mit Finanzen was zu tun, mit deinem Besitz was zu tun. Und das ist richtig stabil und stark. Juni 2020 steht mit Zwillinge in Verbindung und das ist Luftelement. Also wir übergehen jetzt zum Luftelement und dieses Haus zeigt die Themen. Das kann deine familiäre Situation sein, dass da Kontakte, Gespräche stattfinden oder ein Vertrag und das hat mit einem Haus was zu tun. Das kann ein Mietvertrag sein oder ein Kaufvertrag oder Gespräche diesbezüglich. Juli 2020 steht mit Tierkreiszeichen Krebs in Verbindung und hier dieses Bild zeigt dann Unsicherheiten, Unklarheiten, aber das hat mehr mit deinem Gefühlszustand was zu tun, dass du Ängste verspürst oder bist du nicht ganz von dir selbst überzeugt oder es ist schwierig über Gefühle zu sprechen,
möglich ist auch, dass dein Partner geheimnisvoll ist und du kannst das nicht wirklich durchschauen, wie er sich fühlt, und dadurch entstehen diese Unklarheiten und Unsicherheiten. August 2020 steht mit Feuerelement in Verbindung, das ist Löwe-Energie, und hier zeigt sich die Geschäfte. Diese Geschäfte kann bedeuten Selbstständigkeit, Geschäfte machen, Handlungen oder dass du etwas Schönes kaufst oder investierst du etwas, bedeutet aber auch Werte. Also achte auch auf deinen Besitz, aber auch auf dein eigenen Selbstwertgefühl. Liebe Manahira, so könnte ich die kommenden 12 Monate beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.